een zegelfabrikant. Een zegel? Fabrikant. Nee, in guten Düfteren, auf ein Ecken um Rot 2, steht ein prächtiges Haus und es kehrt dem Papa. In ein Zimmer da drin steht ein Kasserlein, den Schlüssel dazu, den hat die Mama. Drum führt uns das ganze Jahr niemals ein Geld. Und das zum Verputzen sind wir auf der Welt. Wenn vom Arbeiten geredet wird, voll Teufel, ja, da kriegen wir einen Grund, den unser Vater wohl erhaust her und er sei. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. In der Schule schon war mir ein paar hart schlechte Buben, haben niemals einen Spaß und eine Gale verdorben. Nur der Lehrer hat gesagt, mit euch zwei ist ein Kreuz, aus zwei solchen Eseln wird niemals was gescheit. Das hat er ganz groß auf die Tafeln aufgeschrieben. Naja, dass er nicht blamiert ist, so sind wir's halt blieben. Die kommen nix, aber wir sind arrogant, denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Ein Schiller, ein Goethe war niemals im Haus, die kennen wir nur von Figur im Anaus. In der Geografie, da wissen wir nicht bis Tirol, dafür aber spielen wir sehr gut Karambol. Ein Theater, das ist für uns die höchste Fates, von den Tanzschulen jedoch, da wissen wir jede Adresse. Da braucht man kein Gäst und sind da elegant. Ah. Denn unser Futter ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Unser Futter ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Auf der Straße, erst unlängst, was ist uns da geschehen? Ein Mann mit einem Besen schreit, hier was, Kollegen! Ja, wieso den Kollegen? Haben wir gefragt, aufgebracht. Drauf sagt er, ja, ich hab's auch gerade so gemacht. Das Geld verdreht und ich hab glaubt, es wird nie gehen. Bis der letzte Knopf hin war, in zwei, drei, vier Jahren. Hätt hier in den Straßen, das ist so schön an. Jetzt herigen Mond.